So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, im letzten Teil haben wir, oder beziehungsweise im ersten Teil haben wir noch nicht viel gesehen, weil wir uns erst unseren Charakter erstellt haben und da steht er nun, John Shepard, mit einem selbst erstellten Gesicht. Und bevor ich jetzt weiter lange rumlabere, würde ich sagen, starten wir doch endlich mal das Abenteuer. Wenn Sie diese Einstellung für diesen Charakter bestätigt haben, können Sie nicht mehr zu diesem Bildschirm zurückkehren und die Einstellung ändern. Ja, wir müssen jetzt mit diesem Charakter leben im Spiel. Ob er euch jetzt sympathisch ist oder nicht, wir müssen es tun. Wir können das Aussehen des Charakters erst im nachfolgenden Spiel wieder verändern. Aber egal, wir haben uns jetzt entschieden und los geht's. Identifikation bestätigt. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Und jetzt kommt ein Spielelement dazu, dass sich auch der Spiel entscheidend ist und sich das ganze Spiel durch die ganzen Spiele zieht. Wir haben nämlich ein Entscheidungssystem in den Gesprächen. Und meistens besteht es aus drei Antworten oder drei Sachen, die man auf diesen Satz antworten kann. Manchmal stehen hier auf der Seite dann aber auch noch Sachen, die, wo man noch ein bisschen tiefer graben kann und noch ein bisschen nachfragen kann und so weiter. Und die sind meistens so unterteilt, das kann man auch sehen. Die oberste Antwort ist immer die positivste, die in der Mitte ist so eine neutrale und die ganz unten ist die böse Antwort. Je nachdem, wie man spielen will. Man kann nämlich halt gut und böse spielen in diesem Spiel. Und ich habe die Spielereihe bis jetzt zweimal durchgespielt und habe sie einmal auf komplett gut und einmal auf komplett böse gespielt. Ich würde aber sagen, für unser Let's Play werde ich versuchen, nach
Gefühl zu spielen quasi. Ich entscheide mich jetzt nicht wirklich, ah, jetzt bin ich mal nur gut oder nur böse. Ich antworte auf die Sätze so, wie ich es halt für richtig halte. Wenn ich jemanden nicht mag und meine, dass er aufhören soll, irgendwelche Bullshit zu labern, dann schnauze ich ihn auch an. So, bevor wir gleich nochmal auf die Story eingehen, werde ich jetzt aber erstmal antworten. Joker heißt der Typ, der mit uns geredet hat oder gerade geredet hat, das ist der Pilot. Und was nehme ich denn jetzt mal? Ich sag, sie übertreiben. Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Jupp. Ich denke mal, ich werde jetzt im Laufe der Spiele nicht bei jeder Entscheidung, wo ich irgendwas sagen kann, so lange labern. Ich werde auch wahrscheinlich ab und zu einfach mal die Klappe halten, einfach was drücken, was ich gerade meine. Aber der Kommandant scheint wirklich verärgert geklungen zu haben. Na super, Sie haben den Captain verärgert und ich darf es ausbaden. Geben Sie nicht mir die Schuld. Der Captain ist immer schlecht gelaunt. Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Ja, und da sind wir auch im Spiel. Was ihr seht, ist, dass die Grafik vielleicht heute nicht mehr ganz auf dem Stand der Zeit ist. Es ist aber tatsächlich technisch die beste Version, habe ich mir sagen lassen. Weil das Spiel gab es damals ja nur für die Xbox 360 und für den PC. Das kam ja aber dann vor ein oder zwei Jahren in den PlayStation Store auch. Und es soll wohl die stabilste und bestaussehendste Version der drei sein. Wahrscheinlich kann man die PC-Version noch ein bisschen besser aussehen lassen mit verschiedenen Mods und so weiter. Aber hey, wir spielen schon PC. Ja, und hier haben wir auch schon zwei Crewmitglieder von uns. Das ist Joker und Kaidan. Und wir können auch durch das komplette Schiff laufen, auf dem wir uns befinden. Und mit allen Leuten reden, also nicht mit allen, aber mit manchen reden. Und ein bisschen was erfahren. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir reden mal mit dem Kaidan. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Ja, und wie ihr seht, nicht jedes Gespräch endet damit, dass man irgendwas entscheiden darf. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Und was euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, ist, dass die deutsche Sprachausgabe mal wieder nicht so wirklich berauschend ist. Es gibt nur wenige professionelle Stimmen. Hier die Stimme von vom Joker, die ist noch eine der professionellen. Das ist zum Beispiel die Stimme von Marshall aus How I Met Your Mother oder auch... ich glaube, der spricht viele Anime-Figuren. Ich glaube, der spricht hier in One Piece diesen blonden Koch da. Sanji oder wie auch immer der heißt. Ich weiß es nicht, ich mag One Piece nicht. Aber ich weiß, dass es seine Stimme ist. Der ist noch einigermaßen professionell und es kommen auch noch so ein, zwei, von denen man die Stimme vielleicht auch kennt. Aber gerade Commander Shepard hat so eine komische, beruhigende Stimme. Die passt irgendwie nicht. Der hat auch im zweiten Teil tatsächlich dann eine andere, ab dem zweiten Teil eine andere Stimme. So, aber wir gehen jetzt hier erstmal durch das Schiff ein bisschen. Und da vorne haben wir den Navigator Presley, mit dem wir auch sprechen können. Das sehen wir ja direkt. Das Schiff, auf dem wir uns befinden, heißt die Normandy. Und ja, wir sprechen mal mit Presley. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Streitgespräch. Soll ich ein Streitgespräch mit ihm anfangen? Nein. Ich sag ihm, er will mich sehen. Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Sir. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Ja, das wäre mal ganz gut zu wissen. Aber ich hack noch mal ein bisschen nach. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten Sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben.
Ja, ihr seht, es ist alles noch ein bisschen verzwickt und ein bisschen kompliziert, aber mit der Zeit versteht man dann auch alles, was sie machen. Genau, und jetzt hat sich hier der Menüpunkt Untersuchen aufgetan. Da können wir draufdrücken und dann haben wir noch so ein paar Sachen, über die wir den Kollegen ausfragen können. Zum Beispiel über den Turianischen Spectre, dass Leuten, die Mass Effect nicht kennen, diese zwei Worte werden euch wahrscheinlich nicht viel sagen. Sie trauen Niles nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Ja, da kann ich ja mal ein bisschen erzählen. Man kann sich das natürlich auch alles anlesen, indem es gibt so einen Kodex, da kann man sich nochmal alles genau durchlesen und so weiter. Aber ich glaube, ich drösel das mal so ein bisschen auf. Also am Anfang stand ja im Jahre 2148 war es, glaube ich, oder 84, haben die Leute diese Massenportale gefunden, die wir da gesehen haben. Und die haben es den Menschen, die mit der Technik halt noch weit zurückhingen, ermöglicht, an weit entfernte Planeten und Galaxien zu reisen, weil sie einen ja halt so beschleunigen und wie mit Lichtgeschwindigkeit durchs All schießen. Und da haben sie dann natürlich auch die anderen Rassen getroffen, wie wir den einen Kollegen eben gesehen haben, der im Cockpit stand. Das ist dieser Turianer, von dem er redet, Niles. Und ja, das verlief damals aber wohl nicht so toll, als sie aufeinander getroffen sind, denn dann brach ein Krieg zwischen den ganzen Rassen aus und den hat man dann den Erstkontaktkrieg genannt. Und ja, das hat sich bis jetzt aber wieder gelegt. Es gibt immer noch so ein paar Unruhen in der Galaxis, aber die meisten Völker kommunizieren ganz harmonisch miteinander. Nicht alle, aber so ein paar. So, und er hatte auch gerade erzählt, sein Großvater hat in diesem Krieg gekämpft. Und ich sag mal, das ist lange her. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Niles dafür verantwortlich machen. Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen Turianischen. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Niles muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Niles scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Da es ein Rollenspiel ist, wird natürlich auch viel geredet. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Aber die Sprechen sind auch allesamt, finde ich, interessant. Was können wir denn noch fragen? Die Tarnsysteme. Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Niles ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Gut, da könnte vielleicht sogar was dran sein. Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Ziemlich pessimistisch, der Gute. Was weiß er denn so über den Captain? Haben Sie ein Problem mit dem Captain? Nein, Sir. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Irgendetwas geht doch hier vor. Ja, und ich denke, das werden wir auch herausfinden. Deswegen sage ich ihm, dass ich mir die Sache mal ansehen werde. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Ja. Und ja, was gibt's denn noch zu erzählen? Natürlich gibt's auch Action im Spiel, die werden wir später dann noch zu Gesicht bekommen. Und es ist ein Shooter in den Action-Passagen. Es ist zum Glück nicht rundenbasiert, das wäre auch ziemlich dumm. Spielt sich halt wie ein Shooter mit L1-Zielen, mit R1 ballern oder L2 und R2, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und ja, das Faszinierende an dieser Welt ist einfach, ich finde einfach dieses ganze Universum faszinierend. Jede Rasse hier in diesem Spiel hat eine andere Hintergrundgeschichte und man erfährt im Laufe des Spiels immer mehr über die und sinkt so richtig ein in die Geschichte und ja, es ist alles super. So, ja, im zweiten Teil haben wir jetzt auch nicht wirklich viel erfahren. Also wir müssen den Part jetzt langsam wieder beenden wegen der Zeit. Wir haben auch nicht wirklich viel erfahren, wir haben nicht viel gemacht. Aber ich habe euch vorgewarnt, es wird ein langes Let's Play. Wir müssen erst noch ein bisschen labern, später geht's dann noch ein bisschen Action und so weiter und so fort. Und ja, das ist Mass Effect.
Und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Und dann geht's weiter und dann gucken wir mal, was unser Commander Shepard noch so erleben wird. Also, bis dann. Ciao.